Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 13, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksachennummer 11415. Die Energiewende braucht Bürgerenergie, Ausschreibungen verhindern Bürgerenergie. Ich weise hin auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Drucksachennummer 11492. Und den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, Drucksachennummer 11503. Ich eröffne die Aussprache, und für die antragstellende Fraktion der Piraten hat Herr Kollege Schmalenbach das Wort. Hui, das war groß. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier und im Stream, bevor ich anfange, möchte ich eine persönliche Anmerkung machen, die mir hoffentlich genehmigt wird. Nach über einem Jahr Krankheit bin ich nun wieder hier und rede das erste Mal seitdem. Und ich muss sagen, dass ich sehr dankbar dafür bin, was in dieser Zeit vorgefallen ist, was in dieser Zeit an Teilnahme auf mich zugekommen ist, was ich gehört habe, was an Zuspruch da war, wie viele Leute sich erkundigt haben. Das fand ich einfach toll und überwältigend. Und ich kann Ihnen sagen, draußen in einem normalen Geschäft erlebt man das bei keinem Arbeitgeber so. Also erstmal vielen Dank dafür. Danken möchte ich vor allen Dingen auch noch mal extra Herrn Römer für seine Rede am 29.01., über die sich die CDU so empört hat. Ich glaube aber, die CDU hat das falsch verstanden zu dem Zeitpunkt. Nicht Sie hier waren gemeint, sondern einzelne Menschen, einzelne Abgeordnete Ihrer Partei. Und es liegt mir einfach richtig schwer im Magen, dass das so quergegangen ist. Herr Römer hat nämlich absolut recht, wenn wir in unseren Reihen keine Teppichausroller für die AfD und so haben dürfen. Die dürfen wir einfach nicht dulden. Das wollte ich auch noch mal anmerken, das war mir wichtig. Okay, aber zum Thema. Wir reden über eine Energiewende, die aktuell mit der neuesten Novelle 2016 im Referentenentwurf mal wieder weiter ausgebremst werden soll. Wir reden darüber, dass nach Paris, dass wir hier so gefeiert haben, dass alle Umweltpolitiker gefeiert haben, sich die Regierung in Berlin dahinstellt und weiter die Energiewende einbremsen will. Und sie macht es auf einem Weg, auf dem insbesondere diejenigen, die diese Energiewende nach vorne gebracht haben, die diese Energiewende gestaltet haben und überhaupt erst möglich gemacht haben, indem diese Bürger, die das getan haben, tatsächlich rausgedrückt werden aus dem Wettbewerb. In den Wettbewerb reingenommen werden sollen stattdessen diejenigen, die die Energiewende verschlafen haben, die dagegen agiert haben, nämlich die Konzerne. Wir erleben mal wieder eine Konzernpolitik, die, ja, wie soll ich sagen, die ich nicht nachvollziehbar finde. Ich finde es total daneben eigentlich, sage ich mal, dass jetzt mit Ausschreibungsmodellen und Ausbaukorridoren das ganze Ding gebremst wird und dann auch noch dafür gesorgt wird, dass der Bürger ausgegrenzt wird aus der Energiewende. Denn ein Satz, den ich mir hier zitiert habe, der war wahr: Von Deutschland ging die Energiewende aus, wir sollten sehen, dass wir sie zurückholen. Den Satz habe ich mitgenommen von Metropo Solar auf einer Tagung dort. Dort gab es auch noch viele andere interessante Meinungen. Zum Beispiel gab es die Meinung aus einer Bürgerenergiegenossenschaft zum Thema Ausschreibung: Wir sagen jetzt Gas geben und anschließend den Kopf einziehen. Ein Originalzitat, was so viel bedeutet: Wenn die Ausschreibungen erstmal da sind, sind wir verloren. Das ist das, wogegen wir hier angehen wollen. Weiterhin gab es aber auch das Zitat: Okay, wir nehmen diese Herausforderung an. Wir sind konkurrenzfähig. Das war ein positives Signal aus den Energiegenossenschaften. Wir sind konkurrenzfähig zu den großen Playern. Wir sind konkurrenzfähig zu den Konzernen. Aber wir müssen uns dafür zusammenschließen. Was passiert dann, wenn wir uns zusammenschließen? Es entsteht ein neuer großer Player. Und wieder ist der Bürger derjenige, der außen vor bleibt. Das kann auch an der Stelle wirklich niemand wollen. So. Und zum Dank dafür, dass Gabriel und seine Spießgesellen Konzernpolitik vom Allerfeinsten betreiben, zum Dank dafür
stellen sich die Konzerne jetzt hin und wollen uns für den Atomausstieg verklagen. Was verklagen sie? Sie verklagen ja nicht den Herrn Gabriel oder Frau Merkel oder sonst irgendwie. Nein, sie verklagen jeden einzelnen Bürger. Jeden einzelnen Bürger werden sie in die Tasche greifen, wenn sie Geld dafür abgreifen für den Atomausstieg. Das ist unsäglich. Es ist ein fatales Zeichen, denn die Bürger haben die Energiewende bisher betrieben. Sie haben diese Energiewende geschaffen. Die Konzerne haben sie ignoriert und bekämpft. Und jetzt sollen deswegen die Bürger rausgehalten und die Konzerne erneut bevorzugt werden. Wem will man eine solch verkorkste Politik erklären? Ja, die beiden Anträge der CDU und von Rot-Grün haben wir wohlwollend zur Kenntnis genommen. De minimis war uns nicht genug, deswegen steht dieser Antrag hier. Deswegen war es auch unerheblich, ob Grün diesen Antrag nochmal einen Entschließungsantrag gestellt hat. Ich kann aber nicht unbedingt sagen, dass ich mich hier auf die Beratung im Ausschuss freue, weil ich diesen Satz einfach unerträglich finde. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schmallenbach. Für die SPD-Fraktion spricht Herr Kollege Sundermann. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich fange jetzt mal mit dem Satz an, mit dem man ja eigentlich aufhört. Also ich freue mich schon auf die Beratung im Ausschuss, weil ich denke mir, hier liegen drei Anträge vor, die sind auch alle so interessant, dass es sich hier lohnt, darüber zu beraten. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir reden über Wind, über den Ausbau der Windenergie. Und ich glaube, dass wir uns mittlerweile ja fast alle einig sind, dass das Gelingen der Energiewende wirklich am Ausbau der Windenergie auch hängt. Ausnehmen muss ich an dieser Stelle ein bisschen die FDP, die ja da immer noch so ein bisschen quer im Stall steht und ab und zu noch die Melodie der Atomkraft pfeift. Aber da hoffe ich so ein bisschen, dass auch die FDP so ein Damaskus-Erlebnis hat wie der wie Herr Hobejüpp von der CDU. Schauen wir mal, wie die Diskussion an dieser Stelle weitergeht. Ja, wir hören ja gerade noch was von Ihnen, Herr Hobejüpp. Vielleicht erzählen Sie uns, was das denn gewesen ist. Mag ja sein. Ja, lass uns anfangen mit den Zielen, die wir haben. Im Jahr 2020 15% Stromerzeugung aus Windenergie, im Jahr 2030 30% aus erneuerbaren Energien, großer Teil aus Wind. Da müssen wir eine ganze Menge tun und da brauchen wir vernünftige Rahmenbedingungen. Und ich glaube, dass wir als Land hier auch einiges getan haben in den letzten Jahren, um die Rahmenbedingungen zu optimieren. Und auch wenn man das vielleicht gleich in Frage stellen wird, die Fakten sprechen da eine andere Sprache. 420 Megawatt haben wir ausgebaut im letzten Jahr. Wir sind damit Platz 2 in allen Bundesländern, nur die Schleswig-Holsteiner waren vor uns. Aber die Rahmenbedingungen machen nicht nur wir hier in Nordrhein-Westfalen, sondern die Rahmenbedingungen werden hauptsächlich in Berlin gemacht und da beim Erneuerbaren Energiengesetz. Aktuell liegt eine Novelle auf dem Tisch und es gibt auch ein fortgeschriebenes Eckpunktepapier aus dem Februar diesen Jahres. Was ist nun neu, grundsätzlich neu in dieser Konfektionierung des Erneuerbaren Energiengesetzes? Grundsätzlich neu ist, dass wir uns über Ausschreibungen unterhalten. Es wird ausgeschrieben, es werden nicht mehr feste Sätze bezahlt und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Windenergieprojekte. Darauf möchte ich allerdings ein bisschen später kommen, weil neu ist nämlich auch in diesem Vorschlag, dass Wind an Land im Prinzip nur noch zur Restgröße degeneriert werden soll. Wie viel Wind an Land produziert werden darf, wie hoch der Ausbau da sein darf, wird abhängig gemacht vom Ausbau auf See und vom Erreichen der Ziele im Bereich Photovoltaik. Uns ist wichtig, dass es hier durch diese Regelung eben nicht zu einem Ausbaustopp in Nordrhein-Westfalen kommt, sondern wir brauchen an dieser Stelle den Ausbau. Wir brauchen aber auch Repowering, das heißt, Repowering darf auch nicht eingerechnet werden. Wir brauchen, um es mit einer Zahl zu verbinden, wir brauchen 2500 Megawatt netto aus einem echten Ausbau, aus einem echten Neubau, um unsere Ziele, die wir uns gesetzt haben, zu erreichen. Zusätzlich ist es auch wichtig, dass wir dadurch, dass wir hier nah an der Erzeugung unseren Strom, an dem Verbrauch auch die Erzeugung haben, damit wir nicht zusätzlich in 5 bis 10 Jahren auch noch über neue Netze reden müssen. Das ist uns an dieser Stelle auch noch einmal sehr wichtig. Deswegen haben wir das in unserem Entschließungsantrag auch noch mal nachgesteuert. Jetzt zu den Bürgerwindprojekten. Bürgerwindprojekte, und das sieht man ja, glaube ich, sieht man im Antrag der Piraten, im Entschließungsantrag der CDU auch und auch im Entschließungsantrag von Grünen und von uns.
sind extrem wichtig für die Akzeptanz von Windenergieanlagen in diesem Land. Ganz wichtig, sind auch deswegen wichtig für die Akzeptanz, weil sie eben auch dafür sorgen, dass die Wertschöpfung in der Region bleibt und die Wertschöpfung eben nicht da landet, was Sie eben skizziert haben. Deswegen ist uns das ganz wichtig. Und es reicht uns an dieser Stelle eben nicht, dass man im Erneuerbaren Energiegesetz sagt, okay, ausgenommen von den Ausschreibungen werden nur Anlagen, die kleiner MW sind. Das entspricht sicherlich nicht mehr dem Stand der Technik und auch nicht mehr das, was wir unter ökonomisch sinnvoll an dieser Stelle erachten. Es reicht aber auch nicht, den Bürgerwindanlagen bei den Ausschreibungen, beim Ausschreibungsdesign leichte Erleichterungen zu geben. Das hatten Sie ja auch ausgeführt. Das reicht uns an dieser Stelle nicht. Wir sind der Meinung, es ist besser, an dieser Stelle die Bürgerwindprojekte komplett herauszunehmen und die De Minimis-Regelung nach EU-Beihilferecht anzuwenden. Das ist unser Ansatz. Dieser Ansatz ist auch schon vom Land in einer Bundesratsinitiative im November letzten Jahres in den Bundesrat gebracht worden und der ist auch so akzeptiert worden. Wir sind der Meinung, dass diese Regelung, diese Anwendung der De Minimis-Regelung ein faires, transparentes und auch ein einfaches Verfahren im Prinzip ermöglicht. So können wir, glaube ich, zum Schluss sagen, die Windenergie ist der Schlüssel zum Gelingen der Energiewende und die Bürgerwindanlagen sind der Schlüssel zum Gelingen, dass wir einen starken Windkraftausbau kriegen. In diesem Sinne, vielen Dank, Glück auf. Ganz herzlichen Dank, Herr Kollege Sundermann. Für die CDU spricht Herr Kollege Hovenjürgen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber Kollege Sundermann, also erstmal ist es so, wenn man sich zu etwas entschlossen hat, dann muss man am Ende auch dazu stehen. Und insofern sind dann, wenn man eine Energiewende beschließt, auch alle Dinge auf den Weg zu bringen, dass man sie auch umsetzen kann. Und deswegen, glaube ich, sind wir auch alle in dieser Frage nicht weit auseinander. Lieber Kollege Kai, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, ich sage es mal so, ja, schön, dass du wieder da bist. Ich hätte mir ein bisschen mehr Substanz in der Rede gewünscht, aber erstmal ist es gut, dass du wieder da bist, dass du hier reden konntest. Das kann aber heute schon alles gewesen sein. Mehr Substanz habe ich leider in der Rede nicht feststellen können. Aber lassen Sie uns zum Thema kommen. Wir haben eine Situation, dass wir Restriktionen hier auf den Weg bringen wollen durch ein Ausschreibungsmodell, das dazu führen wird, dass Bürgerwindprojekte für die sie betreiben wollen vor Ort, und die haben in der Regel auch nur ein Projekt vor der Brust, ein Risiko eingehen müssen, das sie nicht stemmen können, und somit bote ich sie an dieser Stelle aus. Das kann nicht gewollt sein, weil der Effektivitätsgewinn in der Windkraft einhergeht natürlich auch mit einer anderen Dimension von Anlagen, als sie vor 10, 15 Jahren gebaut wurden. Also muss ich für diese Anlagen, die sicherlich Landmarken darstellen, auch in den Regionen, in denen sie erstellt werden, Akzeptanz erreichen können. Und dies ist am ehesten darstellbar, wenn die Menschen, die in dieser Region mit den Anlagen leben müssen, auch einen Profit von diesen Anlagen ziehen können. Und das ist in der Regel am einfachsten zu regeln in Bürgerwindparkprojekten. Das, was im Bund geplant wird, hilft in dieser Situation nicht weiter. Natürlich brauchen wir eine gewisse Steuerung des Zuwachses, damit er auch volkswirtschaftlich sinnvoll gesteuert und eingesetzt werden kann. Aber ich darf dabei das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Und deswegen, ja, wir müssen hier gemeinsam dafür kämpfen, und alle Anträge zeigen dies ja auch, wie wir letztendlich Bürgerwind in der Realität machbar halten. Und da kann man über Größenordnungen streiten, aber 18 MW zum Beispiel können auch schon institutionelle Anleger sein, etc. Und insofern, was jetzt der richtige Weg ist, um Bürgerwind zu etablieren, darüber lassen Sie uns. Und deswegen ist es gut, dass alle Ausschüsse beratungsfähig in den Ausschuss kommen. Und ich freue mich deshalb auch auf diese Beratung. Lasst uns über den besten Weg streiten, denn am Ende muss herauskommen, dass wir den Windkraftausbau, und die Windkraft ist die effektivste Art der regenerativen Stromerzeugung zurzeit, dass wir Windkraftausbau ermöglichen und dass wir ihn akzeptiert bei den Menschen ermöglichen. Dazu gehört es aber auch, dass man bereit ist, meine Damen und Herren, politische Rahmenbedingungen zu setzen. Das, was wir hier im Land erleben, ist an denjenigen rechtlichen Rahmenbedingungen, auf die wir treffen, in der Regel erurteilt und nicht durch politische Willensbildung auf den Weg gebracht.
Und jedes neue Urteil, meine Damen und Herren, löst bei allen Planungsbehörden erneute Überprüfungen ihrer Planungsabfolgen aus und löst dabei aus, können wir jetzt noch wie gehabt weiter genehmigen oder müssen wir neue Hinweise beachten, weil es eben diesen politischen Rahmen nicht gibt. Und deswegen auch noch mal mein Appell Richtung Landesregierung. Sorgen Sie doch dafür, dass wir hier Berechenbarkeit in Planungsabläufe bekommen. Wenn die Städte, die dort Rahmen setzen wollen, sich nur aussuchen können, von welcher Seite sie verklagt werden, von denen, die bauen wollen, und wenn sie Vorrangzonen ausweisen, von denen, die nicht wollen, dass Vorrangzonen ausgewiesen werden und gleichzeitig wiederum verklagt werden von denen, die außerhalb der Vorrangzonen gerne gebaut hätten, meine Damen und Herren, dann kommt man in der Sache nicht weiter. Und wenn es dann auch dazu führt, dass die Gebietsentwicklungspläne dem politischen Landeswillen, nämlich auch zum Beispiel den Wald bei nicht vorhandener Fläche im Außenbereich mit in die Betrachtung einzuziehen, die Gebietsentwicklungspläne diesen politischen Willen nicht aufnehmen der Landesregierung, dann hat auch die Landesregierung an dieser Stelle noch nachzuarbeiten, damit eben die Fragen, die man in der politischen Umsetzung erreichen möchte, auch wirklich eine Befähigung erhalten, durch Verwaltungen umgesetzt werden zu können und man nicht die Verwaltung mit diesen Fragestellungen alleine lässt. Also es können interessante Beratungen im Ausschuss geben. Die Bürgerwindpark-Idee ist eine mögliche Hilfe, vor Ort Akzeptanz zu erreichen. Sie muss am Leben erhalten werden. All das, was in Berlin im Moment auf dem Tisch liegt, ist dazu nicht ausreichend. Wir müssen hier ganz klar sagen, die 2500 MW, die dort brutto, also inklusive des Repowerings, als mögliche Dimension des Bieterverfahrens in Aussicht gestellt werden, stehen nach unserer Kenntnis schon wieder in Frage, weil der zu erwartende Zubau in diesem und im ersten Halbjahr des nächsten Jahres eine Dimension erreicht, die diese Größenordnung nur verfrühstücken würde. Also, meine Damen und Herren, es ist vieles unsicher, nichts ist klar, was dort passieren soll. Ich hoffe, dass Herr Barke hier ein Einsehen hat. Im Übrigen der Hinweis, dass man erst an einer Ausschreibungssituation teilnehmen kann, wenn man im Besitz einer BIMSCH-Genehmigung ist, dann bitte ich Herrn Barke, sich mal genau anzuschauen, wie lange es dauert, bis man eine BIMSCH-Genehmigung erhalten hat und welchen Weg man beschreiten muss, bis man diese erhält. Das alles scheint mir sehr praxisfern zu sein. Ich hoffe, dass wir dies im Ausschuss lösen können und zu guten Ergebnissen können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Hovenjürgen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Brems. Sehr geehrte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage Ihnen gewiss nichts Neues, wenn ich sage, die Energiewende ist eine Erfolgsgeschichte. Denn die Entwicklung der erneuerbaren Energien hat wirklich vor 15 Jahren so keiner vorhergesehen. Und erst recht nicht, wenn ich Ihnen sage, dass wir aktuell in Deutschland in diesem Bereich mehr als 370.000 Arbeitsplätze haben. In Nordrhein-Westfalen mehr als 50.000 Arbeitsplätze und allein in der Windbranche in Nordrhein-Westfalen 14.600 Mitarbeiter in 2014 mit 1 Milliarde Euro Wertschöpfung. In Nordrhein-Westfalen fußt diese Branche auf mittelständischen Zulieferern, die in der Windenergiebranche unterwegs sind und somit eben auch von Entscheidungen der Bundesregierung zur Windenergie abhängig sind. Und da habe ich das Gefühl, dass die Bundesregierung diese Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien selber gerade etwas unheimlich wird und sie deshalb nun zu anderen Mitteln greift. Denn die Bundesregierung will auf Gedeih und Verderb den Anteil der erneuerbaren Energien am Strom begrenzen, und zwar auf 45% erneuerbare Energien im Jahr 2025. Und das, wo wir jetzt im letzten Jahr schon ein Drittel aus erneuerbaren Energien im Strombereich bekommen haben. Und wenn man sich dann eben anguckt und diese Zahl bis 2025 sich anschaut und anschaut, was wir für eine Dynamik im Photovoltaikbereich haben werden, auch in den nächsten Jahren, obwohl in dem Bereich schon viel kaputt gemacht wurde von den Vorgängerregierungen, wenn wir uns die Ausbauziele der Bundesregierung für Wind-Offshore angucken und das, was dann immer noch im Bereich der ebenfalls kleingemachten Biomasse geschieht, dann darf der Rest eben noch in Wind-Onshore gemacht werden. Das heißt, die Windenergie ist zu einem Restposten verkommen. Und mit den jetzigen Planungen zum erneuerbaren Energiengesetz soll die Windenergie aufs Abstellgleis gestellt werden und die Binnenländer wie Nordrhein-Westfalen abgehängt werden, mit allen negativen Konsequenzen für Nordrhein-Westfalen.
Angefangen damit, dass wir in Nordrhein-Westfalen unsere Ausbauziele für die erneuerbaren Energien und im Allgemeinen und für die Windenergie im Speziellen nicht mehr reichen, hat das eben eine ganz klare Auswirkung auf die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen. Für die ist es nämlich ein Schlag ins Gesicht, für diese mittelständischen Firmen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Branche, was da gerade in Berlin passiert. Und liebe CDU, liebe FDP, wenn Sie mal so Gespräche führen würden mit diesen Zulieferern, mit diesen Branchen, wie sie es eben mit Großkonzernen und Hoteliers gewöhnt sind, dann würden Sie mal hören, wie wichtig der Heimatmarkt Deutschland, wie wichtig der Heimatmarkt Nordrhein-Westfalen für Windenergiefirmen und Zulieferer ist. Und dann würden Sie und auch die Bundesregierung nicht so mit einer Branche umgehen, denn hier geht es auch um Investitionssicherheit, um Arbeitsplätze, und diese Verantwortung sollte auch die Bundesregierung annehmen. Und weitere negative Konsequenzen dieses Abhängens von Nordrhein-Westfalen, von anderen Binnenländern und der Windenergie bedeutet eben auch einen massiven Netzausbau, mit dem wir es dann potenziellerweise in den nächsten Jahrzehnten zu tun haben werden. Man muss sich nur mal die aktuellen Planungen im Netzentwicklungsplan anschauen. Und wenn man sich da die Szenarien ansieht, bis 2035 mit einem erhöhten Ausbau von Windenergie offshore, dann bedeutet es einen massiven Netzausbau von Nord nach Süd durch Deutschland und damit auch durch Nordrhein-Westfalen. Und das müssen wir an der Stelle eben verändern. Das alles zeigt, dass wir den Windenergieausbau dort brauchen, nämlich wo Industrie ist, wo die Zulieferer sind, wo der hohe Verbrauch ist, der hohe Stromverbrauch, und wo die Arbeitsplätze sind. Und da soll ein ganz klares Signal auch an die Bundesregierung gehen: Wir brauchen den Windenergieausbau in Nordrhein-Westfalen. Das Rückgrat der Energiewende sind die Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir eben schon von Vorrednern gehört. Die Bürgerinnen und Bürger haben mit ihren Projekten, mit ihrem Engagement die Energiewende groß gemacht. Und während Energieriesen noch über die erneuerbaren Energien gelacht haben, haben die Bürgerinnen und Bürger gemacht. Und jetzt passiert etwas ganz nach Wilhelm Busch, der nämlich sagte: Kaum hast du mal ein bisschen was, gibt es wen, den ärgert das. Kommen eben die großen Energieversorger, und die vorher die Energiewende verpennt haben und jetzt gemerkt haben, da ist doch was zu holen, und wollen die Bürgerenergie ausbremsen, und die Bundesregierung macht ganz klar mit. Und dann muss ich auch ganz klar an die CDU sagen: Der Entschließungsantrag der CDU hilft da an der Stelle auch nicht wirklich weiter. Sie sollten wissen, dass Sie da, gerade Kollegen Hovenjürgen und Fehring, dass eben die Größenordnungen, mit denen man bei Windenergie redet, dann nicht kompatibel sind mit dem, was Sie hier beantragt haben. Bürgerenergieprojekte leisten einen wichtigen Beitrag für das Gelingen und die Akzeptanz der Energiewende. Das ist ein wichtiges Signal. Und dieses Signal des erneuerbaren Energienentwurfs ist eben negativ für uns alle und fatal. Wenn das EEG 2016 so kommt, wie es der Entwurf erwarten lässt, dann gefährdet es die Energiewende von unten. Es gefährdet den wichtigen Zweig der NRW-Wirtschaft und den erneuerbaren Energienstandort Nordrhein-Westfalen. Das kann nicht im Sinne unserer aller sein. Lassen Sie uns gemeinsam dafür kämpfen, dass es nicht so kommt. Und daher komme ich zum Schluss. Daher haben wir einen Entschließungsantrag ins Verfahren eingebracht, der eben all diese Aspekte umfassend beleuchtet, umfassender als das der Piratenantrag tun würde. Und ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam ein starkes Signal nach Berlin senden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Brems. Und für die FDP-Fraktion spricht jetzt Herr Kollege Terhag. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Mit dem Antrag „Die Energiewende braucht Bürgerenergie“ greifen die Piraten die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf. Was ist der Anlass für die Novelle? Die Verbraucher werden in diesem Jahr mit rund 23 Milliarden Euro für die Subventionierung der erneuerbaren Energien zur Kasse gebeten. Das bedeutet für eine vierköpfige Familie eine Belastung von 285 Euro im Jahr. Diese extrem hohen Kosten, bedingt durch das Fördersystem des EEG mit seinen garantierten Vergütungssätzen. Die Bundesregierung will mit der Novelle die bisherige Förderung im Grundsatz durch eine Ausschreibungsförderung ablösen. Das macht sie im Übrigen nicht, weil Union und SPD die Sorge um den Geldbeutel der Bürger umtreibt,
sondern allein um die Vorgaben der Europäischen Kommission aus ihren Umweltschutz- und Energiebeihilfeleitlinien zu erfüllen. In der Tat ist es nicht einfach, die Umstellung auf ein Ausschreibungssystem kompatibel für Bürgerprojekte zu machen, damit auch Bürgerwindparks, wenn sie vor Ort gewollt sind, möglich bleiben. Gegen die Umstellung auf diese Ausschreibungen wenden sich nun die Piraten mit ihrem heutigen zweiten Antrag, der zur Debatte steht. Nachdem sie heute bereits die Einführung eines zentralen Lobbyregisters gefordert haben, dachte ich allerdings, sie würden nun selbst mit gutem Beispiel vorangehen und offen und ehrlich sagen, was sie wirklich wollen. Denn wenn man es genau betrachtet, beraten wir hier eigentlich über die Argumente und Forderungen des Landesverbandes Erneuerbarer Energien zur laufenden EEG-Reform. Eine entsprechende Pressemitteilung des Landesverbandes aus Februar haben die Piraten nun zu diesem Antrag aufgepumpt und schmücken sich ungeniert mit die fremden Federn. Das ist meiner Meinung nach unseriöse Politik, meine Damen und Herren, von den Piraten. Und wenn Sie ehrlich wären, würden Sie auch zugeben, dass es Ihnen in Wahrheit nicht um eine praxisgerechte Ausgestaltung der Sonderregelung für Bürgerenergie geht, sondern darum, die Umstellung auf Ausschreibungen generell zu verhindern. Nichts anderes beinhaltet Ihre Forderung, Windenergie und insbesondere Photovoltaik-Freiflächenanlagen bis 18 Megawatt von Ausschreibungen zu befreien. Sie wollen Anreize schaffen für Umgehungskonstruktionen, um unter dem Deckmantel der Bürgerenergie der Ausschreibungspflicht zu entgehen. Meine Damen und Herren von den Piraten, nehmen Sie die energiewirtschaftliche Realität des Jahres 2016 endlich zur Kenntnis. Wir sind nicht mehr im Jahr 2000, als die Erneuerbaren noch ein kleiner Nischenmarkt waren, die die Anschubfinanzierung des Erneuerbaren Energiengesetzes mit garantierten Vergütungssätzen brauchten. Inzwischen hat das EEG sein Ziel, die Markteinführung erneuerbarer Energien, längst erreicht. Es ist allerhöchste Zeit, die Erneuerbaren in den Wettbewerb zu entlassen. Für uns Freie Demokraten ist klar, wir wollen die Vielfalt der Akteure bei der Energiewende erhalten. Das bedeutet natürlich auch, es darf keine Diskriminierung von Bürgerenergieprojekten geben. Aber man darf auch nicht vergessen, die Energiewelt wird immer komplexer. Nehmen Sie nur die aktuelle Gesetzgebung auf Bundesebene, das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende oder das Strommarktgesetz. Auf Stromproduzenten kommen immer neue Anforderungen zu. Wer Strom anbieten will, muss sich professionalisieren. Und da sollte man sich auch ganz genau überlegen, ob man Bürgerprojekten mit einer großzügigen Sonderregelung beim Erneuerbare-Energien-Gesetz, aber dafür mit Belastungen an anderer Stelle auch insgesamt hilft. Ich denke eher, dass auch bei Bürgerprojekten vermehrt über Kooperationen mit Projektpartnern nachgedacht werden sollte. Lassen Sie mich auch noch kurz auf den Entschließungsantrag der Regierungsfraktion eingehen. Ihnen geht es hierbei wieder einmal allein um die Erfüllung Ihrer selbstgesteckten Ausbauziele für NRW. Ausschreibungen sind ein Instrument für mehr Wettbewerb, Transparenz und Wirtschaftlichkeit. Das setzt natürlich voraus, dass unbürokratische Vergabevorschriften gelten. Aber Sie wollen dieses Modell von diesen Grundprinzipien so sehr entkernen, dass die windarmen Regionen in Nordrhein-Westfalen gegenüber den besseren Standorten bevorzugt und höher subventioniert werden können. Dieses Vorgehen tarnen Sie auch noch auf Kosten der Verbraucher, indem Sie behaupten, Sie würden faire Wettbewerbsbedingungen schaffen. Das ist schon abenteuerlich und hierfür haben wir Freien Demokraten kein Verständnis. Ich komme zum Schluss. Bürgerenergie ist wesentlich mehr als der Zubau von Windkraftanlagen. Die Anträge von Piraten, aber auch von Rot-Grün, greifen hier viel zu kurz. Die Vielfalt der Akteure bei der Energiewende zu erhalten, ist ein vielschichtiges Thema und ist wesentlich mehr als EEG-Förderung. Sie müssen vor allem die Hürden bei der Direktvermarktung des eigenerzeugten Stroms abgebaut werden und die energetische Gebäudesanierung endlich vorangebracht werden. Über diese wichtigen Aspekte wird im Ausschuss zu beraten sein. Der Überweisung stimmen wir daher gerne zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Terhaak. Und da Herr Kollege Terhaak vor einiger Zeit erst nachgerückt ist, hat es sich hier um seine erste Rede gehandelt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Für die Landesregierung spricht jetzt Herr Minister Remmel.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass der Landtag heute über ein so wichtiges Thema wie den Ausbau der erneuerbaren Energien, hier insbesondere die Bürgerenergie, diskutiert, weil in diesem Jahr in der Tat die Novellierung des Erneuerbaren Energiengesetzes auf der Tagesordnung steht. Wir müssen in diesem Jahr auf der Ebene der Bundesregierung die Vorgaben der Europäischen Kommission in den Energiemarktleitlinien erfüllen. Das ist der Ansatz. Ansonsten wird es schwierig, ab dem 01.01.2017 unter den jetzigen Bedingungen weitere Ausbauschritte zu unternehmen. Deshalb gibt es eine Verpflichtung, ein solches Gesetzgebungsverfahren anzugehen, auch wenn man es vielleicht nicht will. Das ist auch eine Tatsache, die wir berücksichtigen müssen. Ich merke an dieser Stelle an, dass es keiner anderen Branche in diesem Jahrzehnt so passiert wie der erneuerbaren Energienbranche. Zum dritten Mal innerhalb von jetzt 6 Jahren eine Novellierung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das führt zu Verunsicherung. Das schafft eben keine Investitionssicherheit. Da, wo Investitionssicherheit dringend geboten werden müsste, weil hier Investitionen getätigt werden, die in der Perspektive nötig sind, um ab 2022, 2025 dann die Korridore einzunehmen, die durch das Abschalten anderer Kraftwerke hinterlassen werden. Deshalb ist es so dringend notwendig und vielleicht für manchen schizophren, jetzt die Investitionen auf den Weg zu bringen, jetzt für die Zukunft Sicherheit zu schaffen. Dafür braucht es aber für diejenigen, die dann auch Geld in die Hand nehmen. Und wir wollen das ja gerade, dass die Bürgerinnen und Bürger das tun, weil das in der Tat mit Akzeptanz verbunden ist, auch sichere Rahmenbedingungen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Ansprüche der Europäischen Kommission ausgesprochen widersprüchlich sind. Das muss man an der Stelle erwähnen dürfen, für Deutschland klare Ausschreibungen zu fordern, aber gleichzeitig Feed-in-Tarife zu genehmigen für neue Atomenergieanlagen in Großbritannien, die von der Sicherheit und vom Zeitlauf weit über das hinausgehen, was das deutsche Erneuerbare Energiengesetz vorschreibt, ist im Sinne eines europäischen Wettbewerbs nicht in Ordnung und muss dringend korrigiert werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Gleiche gilt für Marktzugänge, die wir nicht überall in Europa haben. Schauen wir uns nur unseren europäischen Nachbarn in Frankreich an. Hier gilt ein staatsmonopolistischer Zugang nach wie vor als sehr schwierig. Und hier müssen wir auch europäisch diskutieren, wenn wir gleiche Wettbewerbsbedingungen haben wollen. Im Übrigen, auch das ist eine Krux in der Geschichte, die Europäische Kommission erlaubt ja durchaus eine Orientierung an einer Größenordnung von 18 Megawatt. Bürgerprojekte unter eine sogenannte De Minimis-Regel fallen zu lassen. Die Landesregierung hat das schon im Bundesrat längst beantragt. Hier gibt es eine große Mehrheit des Bundesrates, genau diese Regel anzuwenden, genauso wie es wichtig wäre, endlich die Ermächtigung im Erneuerbaren Energiengesetz, nämlich die Grünstromverordnung, auf den Weg zu bringen, um Bürgerenergieprojekte zu befördern. Die Bundesregierung macht leider davon nicht Gebrauch. Aber eine dringende Bitte hätte ich an dieser Stelle schon. Die Diskussion im Land ist wichtig. Es ist auch absolut wichtig, die Interessenslage zu formulieren. Aber viel wichtiger wäre es, mit den Kolleginnen und Kollegen der Großen Koalition in Berlin entsprechende Gespräche zu führen. Im Wahlkreis und darüber hinaus, weil die Hauptwiderstände, und Herr Oben-Jürgen ist jetzt leider nicht mehr da, ich müsste es ihm aber auch vielleicht noch mal persönlich sagen, die Hauptwiderstände für bessere Bedingungen liegen in der CDU-CSU-Fraktion. Ich nenne auch die Kolleginnen und Kollegen, die dort maßgeblich sind, Herr Fuchs und Herr Bareis, nicht Herr Barke, sind die Ansprechpartner, um für einen Korridor zu werben, der Binnenenergie in Nordrhein-Westfalen ermöglicht. Wenn wir uns einig wären, und das sind wir ja offensichtlich, dass es keinen Deckel geben darf, 2.500 Megawatt plus Repowering-Anlagen sind uns versprochen und müssen auch in den gesetzlichen Grundlagen verankert werden, dann bitte mit den Abgeordneten des Bundestages dringend reden, damit hier auch Unterstützung für nordrhein-westfälische Interessen signalisiert und organisiert werden kann. Widersprechen muss ich den Aussagen
der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen hat gute Standorte. Selbstverständlich, das beweisen alle Untersuchungen, die wir gemacht haben. Wir haben sehr gute Standorte und darüber hinaus ist es wichtig, diese Standorte auch anzugehen. Das zeigt die Diskussion über den aktuellen Netzentwicklungsplan Richtung 2030. Würden wir auf einen Ausbau da verzichten, wo Strom gebraucht wird, entsteht automatisch die Diskussion nach neuen Übertragungsleitungen, großen Netzleitungen. Dort wird diskutiert, drei zusätzliche große Übertragungsnetzleitungen auf den Weg zu bringen, wenn wir nicht verbrauchsnah auch den Ausbau voranbringen. Deshalb ist das eine Investition in die Zukunft, sowohl bei unseren Bürgerinnen und Bürgern als auch bei der Frage, standortnah Windenergie und erneuerbaren Energienanlagen auszubauen. Eine letzte Bemerkung möchte ich dann schon noch machen, wenn es darum geht, auch nordrhein-westfälische Interessen zu vertreten. Bei der Novelle des EEGs nicht nur die Frage Wind sollte im Vordergrund stehen, sondern auch die Möglichkeit, gerade in Nordrhein-Westfalen Mieterstrommodelle auf den Weg zu bringen und mehr zu ermöglichen. Hier gibt es Barrieren, die abgebaut werden müssen. Es muss möglich sein, auch gerade im Mietwohnungsbau den direkten Bezug von Strom für die Mieterinnen und Mieter herzustellen und hier die sogenannte Sonnensteuer, die ja für bestimmte Unternehmen nicht gilt, aber für Mieterinnen und Mieter Barrieren darstellt, abzubauen. Das ist auch eine soziale Frage, die mit den erneuerbaren Energien und dem Ausbau hier vor Ort verbunden ist. Da würde ich mich auch für Ihre Unterstützung bedanken und würde mich freuen, wenn wir hier gemeinsam was erreichen können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Der Minister hat seine Redezeit um 1:46 überzogen. Möchten die Fraktionen noch mal reden? Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich an dieser Stelle die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrages mit der Drucksachennummer 11/415 an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk federführend sowie an den Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz in der Mitberatung. Die abschließende Abstimmung soll dann im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Selbstverständlich werden die Entschließungsanträge Drucksachennummer 11/492 und 11/503 ebenfalls entsprechend mit überwiesen. Möchte jemand gegen die Überweisung stimmen? Nein, sich enthalten auch nicht. Dann haben wir so überwiesen. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 14.